Gefällt dir denn blau überhaupt? Ja. Nuki hat morgen Geburtstag. Vor 9 Jahren hatten wir schon zu tun mit der Geburtstag. Tja, genau. 9 Jahre ist es hier. Wo ist die Zeit geblieben? Und sie ist so groß geworden. So lang und witzig. Erzählst du mir, dass sie geärgert wurde von irgendwelchen Erstklässlern, dass sie die gehauen haben im Bauch? Und meinst du dann, ja, dann habe ich so gemacht, dann habe ich die getreten. So, und hat dann so einen Sprung vor. Hi, ja! Okay. Geht immer leichen. War süß irgendwie. Und dann Anouk sagt, ihr Idioten, lasst uns in Ruhe! Haben sie um Katharina da gerufen. Erstklässler. Und als sie dann so getreten hat oder so, und dann halt der Junge gesagt, okay, weg hier. Anouk der Strampler. Wow. Anouk Strampler. Hallo. Sag so guten Tag. Kannst du nicht reden? Bist du jetzt komisch zu mir? Hm? Du hast mich gar nicht mehr. Nee. Hast du eine neue Bühne gefunden? Ja. Kommst du nicht gegen an? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und dann. Mann, ich will den Stich, oh Gott sei Dank. Da auf der Seite war. Mann, die Schwarze war dann so richtig dick geworden, auf einmal knallrot. Und heute ist fast gar nichts mehr zu sehen. Na, weil die auch nicht anfassen. Weil sie ja noch nicht können. Die können ja noch nicht koordinieren. Die hat nur geweint mit dicken Kullertränen. Oh, du Anti-Wespe. Vielleicht wird sie jetzt auch zu Ant-Man. Nee, Westman. Westman. Du bist der Westman. Genau wie der goldene Schnaps. Der goldene Schnaps und der Westman. Stell mal vor, ist er von der Wespe gestochen und seitdem er von einer Spinne gebissen wurde, kann er sich in Spider-Man verwandeln. So, guck mal, ob sie jetzt Flügel hat oder was. Ja, mal aufpassen. So, weil du musst ja gar nicht. Muss ich die einfach mal hochwerfen, mal gucken. Die neue Drohne. So, und dann mit so kleinen Flügeln drin. Ah, hey, ja, da. Sie sieht das Licht. Da wachsen ihr die Flügel. Und wenn sie in die Sonne schaut, kommen die Flügel raus. Sie kommt jetzt so süß. Ich wurde gestern von der Wespe gestochen, nämlich weil die Mutti nicht aufgepasst hat. Ich habe es nicht gesehen, dass da eine Wespe war.
im Gesicht da oben. Unglaublich. Ja, ich muss los. Dann traust du sie mich noch an, ja? Na, ungern eigentlich. Würde ich sie lieber mitnehmen. Lieber hier wie so Felix in Obhut. Ich habe schon so einen gesagt, ich schieße ohne ein. Ich meine, das ist so ein Pechvogel, ja? Die darf die Wohnung nicht mehr verlassen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist jetzt so viel Blödsinn. Du bist der Wimberwab. Du bist doch der Wimberwab. So, Papa geht jetzt erstmal arbeiten. Moin! Moin! Ich sag ja mal, kalter Kaffee macht schön, aber irgendwie. Irgendwie wirkt das nie bei mir. Ja, Robert, hast du eine Sprüche wunderbar? Ja, irgendwas. Robert ist dann neu. Schon mal dran gewöhnen. Oh, das ist echt schade, weil das Rad an und für sich ist ein schönes mit dem Schutzblechreiter noch und so und dem Vorbau, der ist auch nett hier gemacht. Auch wenn es alles ganz simpel ist, ganz einfach, aber. Du, ich hab's geschenkt bekommen, tatsächlich. Jemand gesagt, hier komm, schenke ich dir. Tretlager rechnet sich einfach nicht mehr für mich. Und wenn man damit ein bisschen Stahl wurde und ein bisschen Liebe und ein bisschen Zeit rangeht, kann ja auch ein richtig schönes Rad wieder werden. Ja. Ich muss der Plastikklump batschieren. Vielleicht auch ein vernünftiges Rücklicht, so ein Oldschool-mäßiges wieder. Ja. Hab ich auch noch da so ein Metall nicht. Aber zuerst mal muss man halt das Ding da hinkriegen. Und das ist ja gar nicht das Lager an und für sich, sondern. Es geht ja nur um die Tretkugel. Da weiß ich jetzt nicht mal, welcher von beiden. Vielleicht ist es nur der Keil drauf. Auf alle Fälle müssen die Keile erstmal raus und man muss sich mal die Flächen angucken, ob die noch plan sind. Ja, geht doch um Tretlagerwechsel beim. Vielleicht ist es ja auch die Welle. Ja, das wäre halt doof. Der Keil halt ausgeschlagen. Ja, und das fühlt sich nämlich so an, als wäre es schon sehr lange so gefahren worden. Tretlagerwechsel. Ausbau, bitte. Weiter zur. Ich hab gerne mit dem präzisen Hammer. Ich mag den sehr. Einmal verfüllen. Auf jeden! Naja, hier ist ja. Also, da brauchst du nicht viel. Schon breit, siehst du? Okay. Mach doch das Blech vorher. Kann ich das auch ist machen. Besser, weil dann kannst du vernünftig draufhauen. So eiert man immer an dem Blech und traut sich nicht so richtig, dann haust du ein bisschen schräg oder so. Ach ja. Was heißen? Ja. Die Klüsen, die Okolyten, die Okulare. Ist doch, wenn man alt wird, funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Ja, mir auf. Das steht mir noch wohl vor. Also alt werden wir alleine, aber mit dem nicht mehr gucken können, nicht mehr sehen, nicht mehr hören. So geil. Da haben die Scheiben, die reißen zwar immer, aber jetzt trotzdem geil. Glück. Markt ist her. Kriegt man auch ganz poliert hier, Aluminium, ganz feiner Stahlwolle. Chrom sollte man Stahlwolle eigentlich gerne nehmen. Und vorübergehen. Yay! Wunderbar. Das ist ja gut. Der ist nämlich ohne gut. Ja. Der ist ohne gut. Also rausbauen. Mhm. Die
Hülle dann noch da rausziehen, dann kannst du das Ding da abnehmen. Auf die Hülle leuchtet. 25 oder so. Also eigentlich ist dann nochmal zu groß. Ja, also geht ja auf. Was habe ich denn nur? Dann ist es bei dem jetzt so. Im Uhrzeigersinn auf. So. Andersrum. Ja, mit Linksschrauben habe ich immer so meine Probleme. So, gucken wir mal, wie das Lager da drin aussieht. Ja, spannend wie ein Flitzebogen. Was für ein Lager. Kennst du mir da? Doch. Aber musst du unter der Dreckschicht erstmal suchen. Warte mal, hält mal her, da war die Hülse, die brauchst du ja noch zum Ausschrauben. Ja. Wegen der Nase. Nase. Das brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, eigentlich eine geile Qualität, wenn sie hier drauf achten würden, ja, wenn es einmal klappert, einfach nachzuziehen. Mhm. Na, nun. Also wie gesagt, das Lager und alles ist in Ordnung, wettet mit dir. Nur die Welle ist hin. Und die Welle kostet mittlerweile richtig Geld, weil sie richtig Geld haben für alte Wellen. Mhm. So, jetzt kann ich eigentlich aus. Stellen. Jetzt Lappen. Ja, mit den hier. Genau, warum funktioniert das nicht mehr? Hier, deswegen funktioniert das nicht mehr. Das ist völlig ausgelutscht, ey. Kannst du, früher hat man so, ja, habe ich auch schon mal gesehen, dass so viel geschweißt wurde und dann wieder Plan gefeilt wurde. Neue Wirtschaft halt. Ja, bestens in Schuss, einfach hinlegen. Die sind wirklich gut gefettet. Ja. Gefällt mir. So gut wie hin. Und ich bräuchte auf jeden Fall einen neuen Sattel, einen komfortablen, irgendeinen gebrauchten. Und am besten, wenn möglich, sogar mit einer längeren Langstütze. Ja. Aber das können wir auch später, also wenn ich dann wieder da bin, meinst du das heute noch oder soll ich lieber morgen wieder kommen? Na, kannst du heute auf jeden Fall noch wieder kommen. Komme ich nach der Arbeit irgendwann wieder so gegen 8 Uhr? 7, ja, 8 alles Uhr? Klar, bis 9 ist offen. Alles klar, perfekt. Danke sehr. Alles klar. Ciao. Tschüss. Leben ist hart. Nur so ein bisschen. Ja, die ist es. Ja, ja, ja. Genau, unten passt perfekt. Wunderbar. Wissen wir Bescheid. Da hat er seine Stütze. 26er. Nicht immer die falschen Stützen einbauen, sonst werden die Rahmen unbrauchbar, reißen weg. Manche reißen sogar hier ab. Ganz doof. Kann man nur noch wieder anlöten oder anschweißen lassen. Ist ja doof. Kostet viel Geld. Das kostet jetzt sogar wenig Geld. Der Mann mit den Spezialaufträgen. Race Face Atlas Kugeln, sag ich schon. Pedalen. Lagertausch. Natürlich zu viel.
Okay, haben wir raus? Das haben wir auch raus. Jetzt. Wo sind sie? Hier. Bitte? Tada! Na klar? Ja. Ich habe mir gerade meine Schnatzer mit eingeworfen. Wieso? Ja. Na, Rücken. Wie immer. Klappt mir so wie an ihm. Also einfach ist das nicht hier. Ja, tun sie so, als wenn das ist ja überhaupt kein Hit hier. Machst du so. Machst du so und machst du so und dann auch so und dann auch so. Ja, scheiße. Wenn schon ein bisschen verrottet ist, kannst du vergessen. Dann musst du improvisieren hier. Stehst du nicht mehr da. Ohne Improvisationsvermögen stehst du da. Und bist am Verzweifeln. So, jetzt ist es raus. Da ihr hört, klack gemacht. Zack. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hier, da ist es. Ja. Das sind keine neue Pedale. Ist ja logisch, dass das ein bisschen schwieriger ist. Ja, aber nicht wissentlich wahrgenommen. Eins. Ja, okay, jetzt sind zwei hintereinander. Quatsch. Jetzt sind drei hintereinander. Das will ja immer mehr. Damit sie sagen können, sie haben ihre Pedale gut kugelgelagert. Mhm. Allerdings mit Atomlagern. Lager in Atomgröße. Okay, haben wir befreit jetzt von 1, 2, 3, 4 Lager pro Pedal. Okay, Glückwunsch. Danke. 1, 2, 3. Und weg. Man, ohne Brille dauert das echt alles viel länger. Ach, jetzt brauche ich. Kannst du mir mal den Gummihammer und diesen Pressstück geben? Gummihammer und Pressstift. Bitte. Das ist ja. Echt. Ja. Weg. Arsch, wenn die Press zum ersten. Press zum zweiten. Press zum dritten. Geile Scheiße. Okay, die haben wir. So. Lager rein, Achse rein, läuft wie neu, als wäre es neu. Ist neu. Was ist das hier?
Kein Wunder. Ja, haben wir das doch mal. Das ist mein Weiterbildungskurs gerade. Ich mache gerade einen Weiterbildungskurs. Unglaublich. Ja, man kann ja nicht alles wissen, wa? Und mit so teuren Teilen. Aber ich muss sagen, gut gelöst von Race Face tatsächlich, dass man die, wenn man es dann weiß, ganz simpel zerlegen kann. Drei verschiedene Imbusgrößen brauchst du und dann fertig. Vier verschiedene. Und Industrielager, wunderbar. Alle draus, pop, neu rein, fertig. Dass das jedes Mal 44 Euro kostet, dieses Set, ist vielleicht nicht so angenehm für die Klientel, aber. Naja, ich sag das mal so, wenn sich die Klientel, die weiß ich nicht, was kosten die Pedalen, 120? Das weiß ich gar nicht. Na, ich gehe mal davon aus, darunter, was die Dinger nicht kriegen. Wenn sich die Klientel das leisten kann, dann können sie sich auch das Reparaturset leisten. Allerdings nach 2 Monaten schon, ist schon heftig. Naja. Ja. Naja. Kommt natürlich immer noch an, klar, wie fährt man es, aber. Perfekt. Zum Vergleich. Jo, ja, das war der Tausch. Im Laden. Jetzt nehme ich das Ding auseinander. Das ist ja sportlich einfach. Das ist ja. Ja, nee, dass er so dick ist. So, hier, so, um das jetzt mal zu verdeutlichen, da musst du das ja jetzt hier rauskriegen, aber bei so einem alten Lager klappt es ja nur ja nicht so unbedingt, dass man das einfach so rauszieht, als wenn bei so einem Neuprodukt ist das immer noch mal gerne anders gezeigt. Also nimmt man sich einfach eine andere Schraube, dreht die hier rein, die vielleicht ein bisschen länger ist. Muss ja auch mal zeigen hier, worum es geht. Dreht die da ein paar Umdrehungen rein, damit man die Winde nicht beschädigt groß. Und dann hämmert man da leicht an. Dafür kann man ja das Gegenstück nehmen. Da hämmert man hier leicht drauf. Na, das dauert ja einen Moment, bis das da rauskommt. Nicht ganz so einfach hier, wie das immer dargestellt wird. Machen sie einfach hier, machen sie einfach da und schon funktioniert das. Vergiss es. Das Leben ist kein Zuckerschläge. Gut, haben wir. So, damit ist die Welle raus. Die Welle ist raus. Packen wir mal schön mal die Seine, wenn ich schön sauber mache. Dichtung ab. Gott, total verrostet das Lager. Voll der Rost hier drinne. Wie kann er jetzt sein? Nett. Noch 1 Monat oder was? Vor 2 Monaten? Was sagt er? Die 3 Lagerbatterie habe ich einfach mal durchgestoßen hier.
im Sechser hin muss. Die kommt auch neu. Ach, jetzt weiß ich, wofür das ist. Jetzt weiß ich, wofür das ist. Ich Idiot, ich bastel mir hier selber einen Abzieher. Dabei gibt es doch da in der Packung irgendwie so ein Metallteil, wo ich mich gefragt habe, wofür das wohl sein mag. Und dann sehe ich doch diese zwei Einkerbungen hier drin und denk mir doch, Mensch, du bist doch nicht so blöd gewesen damals im Unterricht, im Werken hoch und so und überhaupt. Dann werden wir doch mal eruieren, wozu diese Teil da ist. Hinterrad. Egal, Vorderrad. Hier, nämlich diesen Halbmond. Wofür sonst sollte er gut sein? Das Ding. Ich benutze den jetzt einfach mal dafür. Ich packe den mal einfach hier rein. Alter. Und werde jetzt hier draufschlagen. Ja, bitte? Hallo. Ja, hallo. Ja, hier hinten. Soll ich einmal kurz umsehen? Was? Dann bitte einmal im Kreis drehen. Ja, rein. Ja. Darfst du. Und wie leicht das geklappt hat. Wunderbar. Nicht gefunden. Echt zu weit. Also, mal wieder beim Einspannen gepennt. Habe ich gesaugt und sie so lange aber ja genug auf dem Bett liegen lassen. Ja, ob das auch runtergefallen ist. Dann denke ich, Mann, ist sie still, ich guck mal nach ihr. Und dann liegt die da und schläft. Und dann denke ich, super, ja, in 10 Minuten muss ich eh losgehen, wollte schnell nochmal durchsaugen. Und dann liegt die da und schläft. Schon ganz allein. Staubsaugen hat sie so beruhigt. Ohne Brust, ohne alles, ohne Decke. Ohne Brust. Im Gesicht. Störende Hallo. Brust. Hallo. Hi. Ja, keine Ahnung. Jetzt schläft sie, siehst du. Das ist ja gut so. Pass auf jetzt mit Wespen und so, ha, heute. Nicht, dass du hier wieder ankommst hier. Schon welche aus der Wohnung rausgeschmissen. Ja. Die sind gerade ganz schön aggressiv, wa? Okay, ich habe erfolgreich das Lager von der Race Face Atlas Pedalen getauscht. Habt ihr ja gesehen. Bonita Benotto ist da. Schon wieder. Trittlager aus, ihr fallen jetzt. Eieieiei. Na, hoffentlich ist es dabei jetzt nicht komplett im Arsch gegangen. Dann hilft er nur noch Reparaturlager. Zack. Ja, bitte? Zack. Nix. Ich bring nur den Bock wieder runter. Und? Schwierigkeiten, auch gut.
Hallo. Puh. So, liebe Leute, jetzt sind wir unter uns. Ich habe gekontert. Und zwar so, ja, weil die eine Seite vom Tretlager ist raus, die andere Schale wollte nicht. Und den Schlüssel muss man fest kontern. Das habe ich jetzt gemacht, indem ich hier eine Schraube durchgejagt habe, durch die Mitte. Und dann mit Scheiben den Schlüssel gegengekontert habe. Und nur so kann ich das wirklich lösen. Ja, nur so klappt das. Das geht nicht anders. Aber seht ihr? So klappt das, genau. Ja, jetzt haben wir die gelöst bekommen. Das ist gut. Guter Bind. Guter Bind. Da nehmen wir mal über Nacht einen 6er Schlüssel bei dir ausleihen. Bist du verrückt? Bin zu blöd zu gucken. Ein 6er Schlüssel? Ach, Inbus. Nee, 6er Maul. Hm? Genau. Den da. Das ist ein Modellbohrschlosser. Ja, nee, aber ich war eben, bin extra in die Werkstatt gefahren, um Werkzeug zu holen. Und ich habe einen 8er eingepackt. Ich wollte den 6er. Ja, über Nacht musst du mir am Montag wieder geben, weil morgen ist Geburtstag von meiner Tochter, habe ich zu. Ja, kriege ich. Ja, aber dann auch den. Ja, Montag. Dankeschön. Ja, alles klar. Nein. Hallo. Ich habe eine Frage, und zwar, ich bräuchte den Mantel hierfür. Ja. Und wollte fragen, ob ich den hier kaufen kann. Ja, zum einen. Und ich habe gerade festgestellt, dass hier 5 Speichen fehlen. Oh. Ist das überhaupt so nutzbar oder müssen die auf jeden Fall rein? Na, 5 Speichen sind schon heftig. Ich meine, jo, du wiegst jetzt nicht so viel, oder? Was hast du da, 75? Oder? Ja, ein bisschen weniger. Auf alle Fälle. Könnte ich die hier auch kaufen? Die kannst du hier nicht kaufen. Die gibt es eventuell, wenn es die noch gibt, in der Radspannerei. Also ich weiß nicht, ob es exakt die gleichen gibt tatsächlich. Ne? Ja. Ja. Aber. Also es gibt auf alle Fälle Messerspeichen oder so. Und wenn nicht, dann müsstest du halt Messerspeichen raus und alle einmal komplett neu einsprechen. Aber. Hm. Das Ding fahren, so wie es jetzt ist, nee, zu instabil, das wird nicht. Okay, ich hab's befürchtet. Ja, dann würde ich den. Ja. Ja. Hast du hier? Ich glaube, ehrlich gesagt, mir fällt gerade auf, es ist einfach das falsche Rad. Ich habe nämlich. Ich habe schon neues gekauft, aber das Rad ist nicht meins. Ich hab's geschenkt bekommen von einem Kumpel oder geliehen. Ich glaube, ich habe das kaputte Rad mitgenommen. Das ist ein kaputtes Rad, ja. Ja. Also das kann ich dir bestätigen. Der hat einen Unfall damit und ja, schade. Ja, grundsätzlich haben wir aber für die Größe von, haben wir auch einen Mantel. Willst du den reichen? Würde ich gerne gleich auch mitnehmen. Ja, okay, ich, können wir mal machen. Ja, also das ist, nee. Also das ist, die Narbe ist ja noch okay, ne? Ja. Wahrscheinlich, also wir sollten mal aber erstmal, bevor man die Speicher ausmacht, muss man auch einfach erstmal die Kassette runter. Das sieht schlecht aus für die gute Dame. Ehrlich gesagt, das Reparaturlager, was es hier zu kaufen gibt, hier von M-Wave, diese komische scheiß Reparaturlager eigentlich, das passt nicht rein, von der Gehäusebreite her. Und schaut euch mal an, wie das aussieht hier. Hier ist von Hause aus, also ich habe noch nie so einen schlechten Benotto-Rahmen gesehen. Das ist von Hause aus nicht richtig geschnittenes Gewinde. Deswegen hat es das rausgerissen. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Ich guck mal, wenn ich hier Lichter mache. Da ist ja noch der Lack drin. Seht ihr das? Der ist noch nicht mal geschnitten, der Lack. Ist ganz glatt. Die Winde ist eigentlich ja okay. Irgendwie okay. Aber da... einfach zu groß gearbeitet. Euer Lack drauf. Keine Ahnung. Also, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich putze.
Ja, Junge, Junge, das ist jetzt ein bisschen, bin ich jetzt gerade ein bisschen, naja, da schwankt's. Also, was war denn da los bei der Qualitätskontrolle von Benotto? Ben und Otto? Ich werde jetzt versuchen, hier ein neues Lager reinzuschrauben. Eine Lagerschale. Und das war's. Reparaturlager passt nicht rein. Keine Chance. Also gut reinbringen tut sie es, aber ich werde sie darauf hinweisen, dass der Rahmen defekt ist, und zwar ab Werk. Jetzt kommt der Moment. Jetzt. Ich glaube, es hält. Ja, auf alle Fälle ist es das heute gewesen. Es ist jetzt schon nach 9 Uhr natürlich. Genieße das jetzt gerade auch mal so ein bisschen, dass ich jetzt hier wieder alleine bin. Kurz alleine in Ruhe schrauben kann, natürlich. Auch. Oh, da kommt jetzt noch jemand. Sorry. Und es funktioniert wahrscheinlich sogar sehr gut. Jetzt über Jahre wieder. Jetzt kommen die Abdeckkäppchen noch an hier. Die hier. Tada! Tada! Ach, und jetzt steht 2 Wochen rum, wa? Vorderrad rein. Okay, also das war's von mir heute hier aus dem Fahrradsalon. Ich hoffe, das war unterhaltsam für euch. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und würde mal sagen, ich mache Feierabend. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich mache mal eine Pause, 2 Tage oder so. Ne? Mit der Familie ein bisschen was machen und so. Gut, morgen fahre ich nochmal zur Werkstatt mit dem Auto zum ersten Mal und werde ihn mal durchchecken lassen kurz, und ich möchte jetzt Zahnriemen tauschen lassen. Ja, da werden wir mal sehen, was er sagt. Der gute Mann, der hat richtige Ahnung vom Schrauben von VW-Bussen, gerade von T4, und bin sehr gespannt. Er wird das Ding wahrscheinlich in der Luft halten. Oh, das ist da gekauft. Naja, oh, Rost hier, Rost da, Rost dort. Ich weiß ja schon, was kommt. Querlenker vorne und ausgeschlagen und. Ich kenne ja schon die ganze Brimborium. Naja, wie auch immer. Hoffen wir das Beste.
und sehen uns dann vielleicht morgen oder dann am Montag wieder. Also macht's gut, bis dann. Ciao, sagt Tommy aus der Werkstatt. Um 21:25 mache ich jetzt den Laden dicht. Bis dann. Ciao. Jetzt produzieren wir noch ein bisschen Abspann. Also, ciao.